Jetzt haben sie mich erwischt. Auch ich brauche ab und zu eine kleine Stärkung. Mein sehr verehrtes Publikum, ich begrüße Sie wie immer aufs Herzlichste hier bei uns in der Jazzwerkstatt wie in der Fernsehküche. Die zwei Musiker, die heute bei mir zu Gast sind, brauche ich Ihnen gar nicht lange vorzustellen. Den großen Tastenvirtuosen Michael Räumig und den besten männlichen Jazzsänger der Welt, Willi Landl. Einmal zur Rechten, einmal zur Linken. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Sehr gerne. Was gibt's denn? Der Doppel-Lied ist ja das am aussterbensbedrohteste Gebiet in Österreich. Die Glasen sind schon ausgestorben. Die Glasen sind schon ausgestorben. Zum Wohl. Welches Gericht wir jetzt kochen, das werde ich jetzt meine Gäste gleich fragen. Mitgebracht. Gras, Eier, Zwiebel, an Butter, eine Reibe, Doppelliter, eine Suppe sehe ich, ein Messer, nicht zu vergessen das Knödelbrot. Was wird das wohl werden? Eine Suppe sehe ich. Und da kommt gleich die erste Gegenfrage. Sind die westeurische Spezialität von flachen Knödeln? Was könnte das sein? Da hat er wahrscheinlich recht. Was wird das wohl werden? Was könnte das sein? Was wird das wohl werden? Nein, aber ich wusste, dass der Michael Horneck gut Kaspressknödel machen kann. Richtig! Die Kaspressknödel. Aber wenn ich glaube, dass aus dem Pinzgau oder Bongau kommen. Haben Sie einen besonderen Bezug zu diesem Gericht? Wir haben einen Kaspressknödel gemacht. Nein. Oben, Knödel, Flach. Rezept, Mutter? Mama? Nein. Oben, Knödel, Flach. Mama? Mutter? Küche? Küche daheim. Gut. Viel? Viel. Gerne? Auch. Danke. Gott. Stammel. Stars sind super. Immer top gestylt, perfect body, with a perfect face. Manche müssen sich hinterm Ohr rasieren. Stars sind zicken, aber gut im Bett. Top Performance, mit dem Hinterteil. Nein, ich will niemals ein Star sein. Was soll nur alle denken von mir? Was sollen alle denken von mir? Stars. Ah, nehmen wir mal den Buchbach. Wie war das? 2 Jahre der Butter, 3 Jahre der Butter, 4 Jahre der Butter, 5 Jahre der Butter, 6 Jahre die Butter. Mit dem Eintritt in die Volksschule hat sich die Butter einer Geschlechtsumwandlung unterzogen. Apropos von Leichnam. Herr Willi, wollen Sie vielleicht fragen, ein Bier? Also wir haben hier einen Kühlschrank mit völlig verschiedenen Bieren. Ja? Gibt's ja. Wir haben hier Kirschbier, es gibt verschiedene Arten von Kirschbier. Es gibt Kirschbier mit Sauerbier. Das ist mir persönlich am liebsten. Siedelnden Husten, Fußgängerzonenwesen. Bebbernde Raucher in der Kälte. Eroscenter Kerle. Dosenbiertrinker am Vormittag. Holzfällerhemden. Hundebesitzer in allen Größen. China-Sushi-Junkies. Uninformierte, Uniformierte. Smoothie-Schnüffler. Ich seh die Seelenqualen der Gepiersten.
Ich seh die Transformation der Tätowierten. Ich drück die Nase an die Scheibe und lass die Welt an mir vorüberziehen. Ich drück die Nase an die Scheibe und lass die Welt an mir vorüberziehen. Da fällt mir ein, ich spiele mit den zwei Herren in einer Musikgruppe und was wir noch nicht gefunden haben, ist der werte Name. Der Bandname, ja, das ewige Thema. Wir sind eine junge Band und kein Kind kann sich seinen Namen aussuchen. Du hast mir das Ding, das ich an dir weiß. Du.